Okay, auf zu Kapitel 4. What? Wunderbar. Und das ist Kapitel 4. Auch nicht ziemlich groß, aber hier gibt's auch irgendwo wieder eine Stadt, ein Dorf, welches einen Geheimweg hat. Und wieder eine Stadt mit Dieben. Ich habe aber 211 Rios, yay. Gut, ich kann mir noch ein paar Sachen kaufen. Ich könnte sogar noch in ein Hotel schlafen oder so. Das ist schon mal sehr gut. Ich kann... Moment, kann ich mir irgendwas noch von diesen Sachen hier kaufen? Nein. Zu teuer. Ach, scheiße. Ich wollte die Reisbällchen gucken. Egal. Dann eben keine Reisbällchen. Da muss ich halt auf Reisbällchen verzichten. Aber ich will es jetzt doch noch wissen. Also zurück, 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 zurück. Verschwindet bloß, ihr Diebe. Die Rüstung kann ich mir wahrscheinlich auch nicht kaufen. 150 kostet... Okay, die Reisbällchen sind gekauft. So, jetzt habe ich noch 61. Darf ich vielleicht noch eine alte Frau oder eine junge Frau rum, die mir vielleicht Geld geben könnte? Oder gibt es hier wieder einen Geheimweg, den ich irgendwie hoffentlich nicht übersehe? Ah, da ist ja eine Frau. Und wenn ich mir das so angucke, das sieht jetzt auf jeden Fall sehr stark aus wie bei Mystical Ninja 1. Ja, bei Mystical Ninja 1 halt das erste Level. Oder ja gesagt, die Stadt, die man anfängt, wenn man hier hochgeht. Hier wäre eigentlich der Abschnitt, ja, wo die Frau sagt, oh nein, hier kommt ein Nebel von Norden oder sowas. Und wo alle zu Geister werden. Also, dieser Abschnitt sieht wirklich stark genauso aus. Fehlt nur noch die Geistfrau. Aber die gibt's hier nicht. So. Ja, Energie ist fast voll, aber das reicht auf jeden Fall. Zumindest für die Level, die ich hier gleich... Ah, noch eine Frau. Toll, die haben meine Energie nur aufgefrischt. Aber gut. Die auch. Also, sie geben nicht immer Geld, okay? Jo, hier ist Horo, der Horo-Tempel. Das ist tatsächlich wie beim ersten Teil. Allerdings läuft man hier durch einen Tunnel und betritt kein Level. Schade. ja. Aber wie ihr seht, die haben hier auf jeden Fall auch einen Abschnitt aus Mystical Ninja 1 eingebaut. Oh ja. Weil würden die sowas nicht einbauen, wäre das schon ein bisschen schade. Na gut. Wir haben wieder genug Geld. Ich kann mir wieder ein paar Sachen kaufen. Okay. Ich könnte auch jetzt erstmal das nächste Level betreten. Ich glaube, hier wäre noch ein Geheimweg, den ich suchen müsste, um... Oder? Ich betrete erstmal das Level und dann sehen wir mal. Uiuiui, eine Lavahöhle. Ach du Scheiße. Ja, wir sind in der Hölle. Wir sind in der Hölle Japans. Ach du Scheiße. Ein Trommelgegner. Ein sehr mieser Trommelgegner. Aber gut. Noch so einer. Ach du Scheiße, genau. Ja. Bei so einer Schlucht, das mieseste überhaupt. Konami, manchmal seid ihr echt mies, was die Platzierung der Gegner angeht. Manchmal sogar etwas zu mies. Wow, was ist das? Die kleben an mir fest, diese... Lass mich los! Ah! Ich werde nicht los! Was soll das? Kann man die wirklich nicht los? Oh ja, noch mehr! Ah, okay, ich hab's raus. Gut, ich hab's weg. Ich bin so los. Ah, nein, nein, nicht wieder diese Laternen. So. Jetzt muss ich zusehen, dass ich hier überlebe. Bei diesen ganzen Laternen hier und... Oh, toll. Meine Katze. Scheiße. Okay, ich werde gleich wieder... Okay, ich gehe lieber so tot, als dass ich das Reisbällchen verbrauche. Aber bestimmt habe ich... Nee, ich habe einen Abschnitt, okay. Das wollte ich gerade fragen. Bestimmt darf ich wieder von Anfang machen, weil ich keinen Abschnitt habe. Aber scheinbar habe ich doch einen Abschnitt irgendwie bekommen. So, jetzt... Ja, gut. Jetzt bin ich los. Okay, erstmal auf diesen Fisch warten. Weil diese Roboter... Fische... Ach... Sind schon mies. Diese Laterne da oben stört auch ein bisschen. Ah! Die waren in der Überzahl. Definitiv. So, bloß weg hier. Ah, egal, scheiß auf den Schaden. So, erstmal abschütteln diese komischen, kleinen, anhänglichen Mistviecher.
Und wie anhänglich die sind. So, die Laternen hier auch, die stören auch nur. Okay, da hat er eine Katze. Fernangriff, way. So, wunderbar. Ah, Kacke, jetzt hängt ihr wieder an mir. Im wahrsten Sinne des Wortes. Na, so, danke. Jetzt muss ich nur noch den hier loswerden. Bitte, verschwinde. Wunderbar. Und spring, 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 spring. Wow. Wir haben es geschafft. Kann man hier auch nochmal runterfallen und sterben? Ich probiere es nicht aus. Das wäre jetzt richtig fatal. Aber gut, wir haben es geschafft. Okay, also muss es hier einen Geheimweg geben. Den will ich jetzt auf jeden Fall noch suchen. Ah, ich sehe schon. Hier war ich noch gar nicht lang. So, was haben wir hier noch Tolles? Ah, du schon wieder. Für 50. Ich weiß immer noch nicht, was sie bei mir gemacht hat, aber gut. Ich glaube, die vertreibt irgendwelche Geister von mir. Ein bisschen erinnert die mich an die Frau, die man steuern kann bei Pocky und Rocky. Falls ihr das Spiel kennt. So. Na gut. Hier haben wir ein Hotel. Okay, brauche ich nicht. Das bisschen Energie, das... Nee, da mache ich mir nicht die Mühe, in ein Hotel zu schlafen. Wer bin ich denn? Ach, Reiseagentur. Ich will nicht verreisen. Ich will auch kein Logbuch machen oder so. Ja, hier runter muss ich. Da war eine Frau, verdammte Scheiße. Egal, ist mir nur ein bisschen Geld entgangen. Was soll's. So, gut. Wir sind wohl bei einer Schlossruine oder sowas. Yay. Oh, hier ist Yai. Sasuke, was tust du hier? Yai, ich bin auf dem Weg, um die Monster zu besiegen. Aber das ist gefährlich hier. Geh keinen Schritt weiter, das könnte alles einstürzen. Bleib weg! Wieso? Nein! Alles wird nein! Ja, Sasuke, sie hat dich gewarnt. Wenn ich hören will, muss fühlen. Und es geht tief, wow. Und wir fahren mit einer Gondel. Scheiße. Ich will zurück. Das ist mein Hasslevel. Ihr werdet schon auch sehen, warum das mein Hasslevel ist. Ich hab's nicht durchgeschafft bei meinem ersten Durchlauf. Das Level war mir dann wirklich eine Nummer zu schwer, wegen einer bestimmten Stelle. Aber da kommen wir ja später hin. An sich finde ich die Idee mit dieser Gondelfahrt schon geil. Das gefällt mir an diesem Level. Gut, diese Zimmerleute da oben gefallen mir jetzt nicht so, aber... die werfen mit allen möglichen Sachen. Mit Stein, mit Hölzern, mit Brettern, mit... Egal, die sind weg. So. Achtung, spring! Oh ja, diese Flammen hier. Vor dem muss ich gleich aufpassen. Aber gleich erst. Die Stelle kommt erst, und zwar hier. Diese Dinge haben Turboantrieb. Okay, noch nicht. Noch geht's nicht los. Noch geht's noch nicht so ab wie in der Achterbahn. Aber ich frage mich echt, wie man das schaffen soll. Ich frage mich, ob ich das hier jetzt irgendwie hinkriegen werde. Notfalls springe ich einfach über diesen Flammen drüber. Ich krieg's nicht hin! Toll, jetzt habe ich natürlich die Hälfte wieder meines Geldes verloren. Ein Versuch mache ich noch. Danach überspringe ich das Level wieder. Weil das Level ist echt fies. Toll, jetzt habe ich auch meine ganzen... Jetzt habe ich nur noch 3 Energiebalken. Oh, meine Reisbällchen habe ich noch. Ach, scheiße, kann man nicht mit Start überspringen? Na gut. Dann werden wir es einfach passieren lassen. Und wow. Es geht bergab. Auf die Gondel. Platsch. Auf geht's. Ole. Wir fahren mit Sasuke mit der Achterbahn, Achterbahn, Achterbahn. Mitten in einer Untergrundhöhle. Wenn man das mal so betrachtet. Ziemlich unlogisch, aber okay. So. Attacke, Attacke und nochmal Attacke. Ole. Wir fahren mit der Gondel, das ist so schön. Ah, nein, nein, nicht wieder diese Zimmerleute. Okay. Okay, ich hasse dieses Level wirklich. Ich werde es einfach überspringen. Das bringt so nichts, ich krieg's nicht hin. Ich versuche es eventuell gleich nochmal. Okay, wir sind... Yay! Sommerfest!
Ole, wir sind in der Stadt, wo das Sommerfest stattfindet. Wuhu! Yeah, wir können feiern, wir können Party, wir können Feuerwerk betrachten, wir können... Ja, wo sind die Frauen mit den Kimonos? Wo sind die Frauen mit den Kimonos, die mich betrachten, begutachten und mitnehmen? Diese Frau sieht so aus wie Winby aus der Twinbee-Spielreihe. Wenn ich das mal so betrachte, bei meinem ersten Durchlauf habe ich auf sowas gar nicht geachtet. Ja gut, das liegt jetzt auch daran, weil ich am Freizeitpark ja die ersten beiden getroffen habe.